Mit dem neuen Safira Tourer will Opel neue Maßstäbe setzen. Die dritte Generation Safira zeigt sich dynamisch im Design und qualitativ hochwertiger als das alte Modell, das als Safira Family im Programm bleibt. Das Motorenangebot umfasst Benzin- und Dieselaggregate von 110 bis 165 PS. Mit nur 119 Gramm CO2 pro Kilometer und einem EU-Verbrauch von 4,5 Litern Diesel ist der 2 Liter CDTI-Motor mit Start-Stopp-Funktion der umweltverträglichste im Safira. Der Safira Tourer besticht durch seinen dynamisch progressiven Look und seine hochwertige Anmutung. Seine Silhouette soll mit ihrem stromlinienförmigen, aerodynamischen Karosseriedesign an einen Hochgeschwindigkeitszug erinnern. Besonders die Übersicht nach außen wurde durch die komplett neu gestaltete Frontpartie mit schlanken A-Säulen, großflächigen Seitenscheiben und an den Türen angebrachten Rückspiegeln erheblich verbessert. Die Plattform und die Hinterachse teilt sich der Safira mit dem Astra. Vorn haben die Opel-Ingenieure die Achse vom Insignia eingepasst. Das verhilft dem Van insgesamt zu einem agilen Fahrverhalten. Eine Vielzahl von Assistenzsystemen bis hin zum Abstandsradar mit aktivem Bremseingriff unterstreicht Opels Sicherheitsanspruch. Der Safira Tourer verfügt auf Wunsch über 7 Sitzplätze. Die hinterste Sitzbank ist dank Easy-Entry-Funktion leicht zu erreichen. Die mittleren 3 Einzelsitze lassen sich jeweils um 210 mm verschieben, sodass auch in dritter Sitzreihe ein akzeptabler Knieraum entsteht. Dank des großzügigen Kabinenlayouts bietet der Safira Tourer in 5-Sitzer-Konfiguration 710 Liter Gepäckraumvolumen. Das sind 65 Liter mehr als der aktuelle Safira. Ab 22.950 Euro steht der Safira Tourer ab Januar 2012 beim Opel-Händler.